Oh. Ohoho, das ist doch eine Ente. Knallt aber rein. Jetzt schon einsitzen. Jeder weiß, was jetzt passiert. Willkommen zu einem neuen Klimasand-Video. Das habe ich noch nie gesagt. Das ist meine Freundin Franziska. Das habe ich sich zum Beispiel auch noch nie genannt. Heute passieren viele neue Dinge. Wir bekommen 4 Warzenenten. Die sollen hier auf dem Teich leben, damit ein Fuchs und ein Marder da nicht hinkommen. Normalerweise wäre heute Klimasland-Dreh gewesen. Und wir haben jetzt einfach umgeswitcht nach Hause, um dieser süßen Dame zu helfen. Ich bin so viel, es geht dabei. Aber ich hatte gestern Abend so einen kleinen Hörsturz. Jetzt geht es langsam wieder. Aber ich soll mich total entspannen und mich da irgendwie aufs Sofa hauen, hat die Ärztin gesagt. Ich kriege das auch eh alleine hin. Das ist ein Haus bauen, was schwimmt. Peng, fertig. Mit dem Stein am Boden. Ich würde das dahin tun. Stell mal vor, ich bin ein Fuchs und das Entenhaus ist da und ich kann so machen. So. Wusstest du, dass Füchse schwimmen können? Bist du ganz sicher, dass Füchse schwimmen können? Es gibt sogar einen Seewolf. Es geht ja auch nur mal ein bisschen darum, dass sie nicht so leicht zu erreichen sind, wie zum Beispiel, wenn das Haus da stehen würde auf der Ecke. Man baut jetzt ein Holzhaus mit einem schönen Dach, Teerpappe drauf und so genug Platz für 4 von den Viechern. Und dann muss man da ja irgendwie Band dran machen wahrscheinlich und einen Stein oder so, dass es nicht weg weht. Dann kannst du einen Haken drum machen, es ranziehen, Stroh wechseln und wieder rausschieben. 4 Enten, aber ja. Wer weiß, wie schnell der Fuchs das erste Mal da war, ne? Nee, ich meine, ey, wenn ich ein Fuchs wäre und da könnte ich easy ins Hähnchengehege und mir da einen wegholen, dann würde ich das machen, anstatt die teuren Enten hier vorne. Ich stehe da drin mit meinem Fernglas, warte darauf, dass mein Hörvermögen zurückkommt und dann sehe ich einen, wie er so mit seiner Kralle hier vorne versucht, so ans Haus ranzukommen. Ich würde es erstmal bauen wahrscheinlich, oder? Ich würde es jetzt auch erstmal bauen und einlassen tun, was er eh erst später, weil wir es noch ölen müssen. Ich zeige euch mal ganz kurz meine Werkstatt. Tada, das hier ist es. Ist Übergangsphase. Also man kann sich hier alles ein bisschen freiräumen, wie ihr wollt. Also mach mal so, dass ihr... Oh, sorry. Dass ihr hier... Aber ihr könnt auch draußen... Also wie ja, wir gehen raus, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Alles gut. Wirklich? Braucht ihr nichts? Ich habe eine Kappsäge. Muttern sind hier, Unterlegscheiben sind da. Irgendwas muss ich euch doch Gutes tun können. Mach mal einen Kaffee. Okay. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir hätten irgendwo 2 Böcke. Ja, klar. Ich hole Böcke. Ich habe hier auch eine kleine Werkstatt dabei. Ich habe hier Schleifpapier, Akkuschrauber. Eigentlich habe ich hier alles, was wir brauchen. Wir brauchen die Werkstatt von Finn eigentlich gar nicht. Sehr gut. Ich bin auch froh drüber, ehrlich gesagt. Ihr habt alles, was ihr braucht? Tschüss! Wenn ihr irgendwie feststeckt, Hilfe braucht, nicht mehr weiter wisst, wenn ihr irgendwie kalkulatorisch in eine Sackgasse lauft. Du bist also, nicht da. Call me, just call me, echt. Okay, bis später. Macht mir da drin nichts unordentlich. Oh Mann, nein! Geht nicht! Ist hier so eine Wegfahrtsperre drin? Bin hier rüber. Aha, super, danke! Nix hat sich geändert, keine Liebe für die Dreckskraft. Not bad, not bad. Wie gesagt, schon eher göttlich, Hunger irgendwo zwischen unersättlich und unerschöpflich. Ja, das wird die Plattform. Die werden jetzt hier draufgeschraubt, da kommt ein bisschen Abstand dazwischen, dass das Wasser trocknen kann. Dann kommt von der Seite hier eine Blende davor, dass es schön aussieht. Und hier drunter Styrodur, damit es dann auch wirklich schwimmt und nicht untergeht. Und da drauf kommt das Haus. Verstehe schon wieder gar nichts. Möchtest du auch was machen? Nee. Du kannst doch da schon mal die Dinger reinballern, oder was? Ich hab doch keinen Schrauber. Da steht doch einer. Ich hab kein Bit. Da ist noch einer. Ja, okay, Mann, du bist ja so wie Finn. Ich wette, ich überhole euch jetzt noch. Okay, der Bit passt doch nicht. Ich bin gespannt, wie du uns überholst, Freund. Jetzt tut nicht so, als ob ihr auf mich wartet. Naja. Naja, doch, schon. So, fertig. Dann fangen wir jetzt an mit dem Haus vom Nikolaus. Wir machen die beiden Seitenwände und daran schrauben wir dann die Hinter- und Vorderseite. 80 cm Stücken, weil wir wollen ja 80 cm breit und dann vielleicht 44 cm hoch, weil 33 ist ein bisschen zu tief wahrscheinlich. Hey Freunde! Scheiße, Bauleitung kommt. Geil, ist das schon euer Unterbrett? Und das ist der Schwimmkörper und da passen 4 Enten drauf. Und das kann sich nicht mit Wasser vollsaugen. Hast damit schon gesickt, Dibi? Okay, braucht ihr mich hier? Nein. Du kannst mal Kaffee machen. Ja. Nee, wer will alles einen Kaffee? Kannst du Glühwein holen? Bis gleich, Leute. Kommt da auch noch eine Dämmung ran? Nö. Haben wir doch bei den Hühnern auch gemacht damals. Das wollen wir bei den Enten doch nicht. Da waren überall Milben, das ist scheiße. Aber können die Milben über Wasser? Das ist eine gute Frage. Aber das Problem ist, wenn sich dann so eine Milbe festsetzt an einer Ente und da sitzen bleibt und die dann über Wasser ins Haus geht,
Die reproduzieren sich auf Millionen. Wie sieht eine Milbe aus? Die sind super, super klein und die saugen sich voll mit Blut. Aber dann siehst du die halt, weil die komplett rot sind. Deswegen heißt die auch die rote Vogelmilbe. Und die saugen die Hühner leer. Wie richtig leer, bis sie sterben? Ja. Ach, hör auf. Im Sommer, als ich den Hühnerstall sauber gemacht habe, wusste ich nicht, wie schlimm das war. Bin da reingegangen und war innerhalb von einer halben Minute komplett von oben bis unten voll mit Milben. Das juckt halt so krass. Und ich stand da halt mit so einem Flammenwerfer und dachte, Alter, ich muss das jetzt noch aushalten, damit ich die scheiß Viecher einmal wegkriege aus diesem Stall. Also wahrscheinlich musst du nur eine am Start lassen, dann vermehrt sie sich. Genau. Wieder, ne? Ja, das war ein kleiner Exkurs zur roten Vogelmilbe. Wie gesagt, ich dachte, das sind so Dinger, die jucken, wenn man in Thailand im Hotelzimmer liegt. Also so ja, gibt's auch, aber die sind halt anders. Ich nicht, dass da die Hühner blutig rauskommen. Schneidest du dann da gleich eine Seite ab? Ja. Du bist ein Fuchs. Aber Füchse wollen wir nicht. Zack, zarak. T-Shirt Selche. Hallo! Hallo Freunde! Voll die geile Box, yo. Hier ist ein bisschen neues Holz. Hier habe ich Glühwein. Den mache ich mal warm. Was ist das für ein? Inspektionskamera, damit kann Nein, ich jetzt... Nein, geil! So, oder was? Danke, endlich mal die vernünftige Reaktion. Wir haben oben nämlich so einen Ausguss, da vermute ich ist Schrott drin, aber das weiß ich nicht. Wie weit kann ich das Ding im Mund nehmen? Digga, wenn du das schluckst, gebe ich 5 Euro. Bis komplett? Naja, wir müssen halt was sehen, mal gucken, was passiert. Kann ich mir die Nase stecken? Ja, warte. Ins Loch. Igitt! Igitt! Warte, ein bisschen weiter in die Mitte. Richtig ekelhaft. Erst ganz viele Haare und dann auf einmal ein riesengroßes Loch. Haben wir jetzt schon das Kabel verloren? Steck mal in den Rachen. Tiefer, du schlägst. Gar nicht mehr. Steck dir mal auch mal irgendwo hin. Ja, jetzt hast du das doch überall gehabt. Wow! Ich will Wasser! Ich will Wasser! Ich kann das alles sehen. Willkommen beim Dach. So, wir haben jetzt die Variante Standard. Oder wir machen eine Klappe, die klappt. Und wie sieht das Dach dann aus? So ein Pultdach. So Schleppdach. Schräg? Ja. Das Wichtigste ist nur, dass es abläuft. Bisschen wellig, ne? Ja, ich hab's nicht geschafft, so richtig gerade zu schneiden. Er hat sich dem Wasser angepasst. Okay, jetzt muss hier vorne wieder ein neues Brett ran. Wo ist der Zollstock? Machen Sie die 80. Wo kommt das Scharnier hin? Das muss hier rein. Aber wenn ich es rein mache, kann man es nicht aufklappen. Weil dann stößt das hier da an. Warum benutzt man denn überhaupt ein Scharnier? Wenn man die Lattung nämlich genau so macht von innen, also da genau reinpasst, dann könnte man das einfach wie so einen Deckel oben reinlegen, dann bräuchten wir keine Scharniere. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir das Haus einmal umdrehen und aufs Dach legen und dann wissen, wo wir die Dinger anzeichnen. Und nun zentrieren wir das Dach auf die Kiste. Super, super. Dann dünnern wir jetzt da die Balken rein und dann haben wir das Dach an der Wand fest. Aber da würde ich jetzt echt so eine Zollstockbreite Platz lassen. Weil wenn sich das nochmal ein bisschen ausdehnt, dann kriegst du den Deckel nie wieder richtig rauf. Weil bist du dann auch alleine dran, voll mit Scheiße, und dann willst du, dass es so schnell drin ist. Das stimmt. Aber ich habe richtig Angst, es auf den Teich zu lassen. Ja. Seid ihr nicht ein bisschen aufgeregt? Ich bin gespannt. Ich habe letztens ein Video gesehen, die machen voll auf Profi. Am Ende schmeißen die das Haus rein und dann säuft es ab. Die haben einfach viel zu krasses Holz genommen. Wir haben es am Ende mit dem Auto rausgeholt. Wollt ihr, ist nicht mal vielleicht auch Zeit für Glühwein? Oh ja. Oh yeah. Prost. Der knallt aber rein. Jetzt schon einsitzen. Keine Teerpappe mit der Holzsäge. Gereinigt. Da passt so ein Vieh durch? Hä, die sind doch so groß, die Enten. Die sind schon größer, aber es geht darum, dass da nicht permanent so viel Wind reinzieht, weißt du? Das stimmt. Hühner sind auch richtig dick, kommen aber auch durch so ein kleines Loch. Ich auch. Ach, cool. Wollt ihr mal eure Glühweine trinken kurz? An das Leben kann ich mich gewöhnen. Ich habe drin ein bisschen Rick and Morty geguckt, komme ich raus, schluck Glühwein. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ob das schwimmen tut? Ja. 15 Kilo. Das Zeug soll angeblich 150 Kilo halten. Das da? Naja, aber wenn, wir alles genommen hätten. Achso, ihr habt nur die Hälfte genommen, also 70. Naja, eine Ente wiegt im Durchschnitt 1,8 Kilo. 1,8 mal 4? 7,2. Du bist echt schnell Fleischrechner. Ein Band wegen Seil darunter oder wie wollt ihr das jetzt festmachen? Erstmal rein. Erstmal gucken, ob es überhaupt schwimmen.
Aber wenn es dann wegtreiben tut, dann kannst du es nicht mehr greifen tun. Dann halten wir Franzi an den Füßen fest und dann greift sie es mit der Hand. Immer ich. Du bist klein und fein. Ich habe aber Löcher in meinen Gummistiefeln. Es wäre geil, wenn das jetzt nicht mal mehr schwimmt. Easy. Das liegt perfekt im Wasser. Kannst du dich draufstellen? Nein. 150 Kilo, nein, die Hälfte sind 70 hält. Nee, mach mal jetzt nicht, wir haben uns echt Mühe gegeben. Ey, das sieht doch ganz geil aus. Ey, das hat dir voll gut gemacht. Das sieht aus wie ein Hausboot aus Hamburg. Was glaubst du, wiegt eine Ente? Wie so ein Stein? Hier, wie so einer? Nee, 2 Kilo oder so. Das ist doch eine Ente. Das sind 5 Kilo. Mann, eine Ente ist doch nicht so schwer wie so ein Feldstein. Der nimmt einen Stein in die Hand und sagt, das ist eine Ente. Echt? Der beste. Das ist eine Ente. Nein. Das ist eine Weihnachtsente. Das ist ein Stück Holz. Das hier. Das ist, dann ist das. Also, das ist... Nee. Ah ja, hör auf, das ist zu leicht. Ich hab schon mal eine Ente. I. Also das ist mindestens eine Ente. Jeder weiß, was jetzt passiert. Eine Ente in der Aufgangszone geht. 2 Enten am Eingang, kein Problem. Ich weiß halt nicht, was die Ente dazu sagt, wenn sie auftreten will und dann sackt es ab. Man könnte jetzt noch eine Schicht runterpacken und dann direkt vorne noch ein bisschen größeres Brett vornageln oder was. Komm wieder raus. Ja, fein, fein. Cool, dass ich auch dabei sein darf. Ich hab mich schon gelangweilt. Da passt doch perfekt so eine Entenpfote zwischen. Wie lief's so für dich mit den beiden? Haben die sich benommen? Ja, es war sehr gut. Wer von den beiden hat dir mehr geholfen? Beide gleich. Das ragt dann so ein bisschen ins Wasser, ne? Dass man hier vorne schon sein Patschefüßchen drauf tun kann und dann kannst du so hochgehen. Das muss jetzt alles noch geölt werden, ne? Ja, genau. So, das muss jetzt ja sowieso erstmal irgendwie einen Tag trocknen. Und dann holen wir die Enten ab. Darauf freue ich mich am meisten. Hallo? Hallo. Hier, das da könnte man nehmen. Da soll das doch hin, ne? Nee, ich würde es weiter hinten machen. Da? Dass wir hier rumgehen, würde ich sagen. Hier ist der tiefste Punkt und der weiteste Wegkiste von allen Seiten. Da ist der Boden. Okay, dann bauen wir jetzt unser Häuschen da zusammen. Dafür nehmen wir jetzt Metallseil. Und jetzt müssen wir das hier festschrauben. Passt es oder passt es nicht? Es passt. Problem ist... Siehst du, alles voller Probleme. Ich habe die Ratschen nicht mehr dafür. Ich habe nur den Kopf. Was heißt das? Das ist nicht so gedacht, dass man das mit der Hand reindreht. Geht's? Das ist eine Feile, Alter. Ich bin so ein armer Handwerker. Was ist eigentlich aus dem Heimwerker-King geworden? Pff, frag mich. In der Versenkung verschwunden. Früher jedes Problem einfach nur eine Herausforderung. Immer das richtige Werkzeug parat. Jetzt heulst du, wenn du rausgehen musst. Naja, zu ist zu, wa? So, das hätten wir. Jetzt nehmen wir das hier. Das rostet zwar, aber ist schön schwer und macht die Platte nicht kaputt, weil es rund ist. Das Ding ist halt, wenn das dieser Klumpen da, ne? Ja. Einmal im Boden ist, ne? Ja. Also einmal drin ist und dann passt es nicht. Kriegen wir es jederzeit wieder raus. Wie denn? Es liegt ja im Wasser. Wie kommst du denn dann da wieder ran? Ich zieh am Haus. Das hängt doch unten dran. Ja, viel Glück. Okay, ist jetzt fest. So, dann machst du Stroh. Also ich mache hier erst so einen Hanfeinstreu rein, weil das sehr gut die Feuchtigkeit aufnimmt und den Geruch bindet. Und zusätzlich natürlich noch ein bisschen dämmen tut. Das ist dumm. So, fahr die großen Geschütze auf. So, der sieht schon mal gemütlich aus. Was machst du jetzt? Stroh. Das schwimmt doch ganz gut. Auch der Aufgang sieht doch gut aus. Okay, viel zu lang. Zu lang? Ja, guck, hier sieht man die Schnur. Es muss viel kürzer. Das ist ja kein Problem. Halt mal. Kalt. Null Problemo. Oh. Jetzt machen wir das um 40 cm kürzer. So viel? Da sind die. Hallo. Habt ihr Lust auf euer neues Zuhause? Oh, willkommen. Jetzt müssen wir noch warten. Gute Nacht, kleine Antis. Schlaf gut. Das hat ja wunderbar funktioniert. Wenn ihr euch weitere Videos angucken wollt vom Klimastar, dann könnt ihr das hier. Abonnieren könnt ihr hier auch. Und baut Felix und Entenhaus nach, weil da sind sie sicher und es ist gemütlich. Pff, sehr schön.